So, heute möchte ich dir eine ganz besonders wirksame Rückenübung vorstellen, die gleichzeitig den unteren Rücken schont und unheimlich effektiv für den Muskelaufbau des breiten Rückenmuskels ist. Hier das Latissimus dorsi. Und also für alle, die einen starken Rücken brauchen, bleib dran, die Übung siehst du nicht so oft und die hat es wirklich in sich. Bis gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jörn Giersberg. Heute geht es um eine ganz besondere Rückenübung, die ich dir vorstellen möchte. Die ist gar nicht so sehr bekannt. Der eine oder andere kennt sie wahrscheinlich, auch fortgeschrittene Athleten kennen die wahrscheinlich. Es wird vor allem auch von Kanuten beispielsweise und Ruderern eingesetzt. Also eine Rückenübung, die für den breiten Rückenmuskel, der obere Bereich, verantwortlich oder damit trainiert wird. Und ich rede heute vom Bankziehen. Bankziehen ist eine Übung, die man im Liegen ausführt. Und wie ich schon sagte, trainiert wird hauptsächlich hier der breite Rückenmuskel. Und man muss ja beim Rückentraining unterscheidet man ja zwei Hauptkategorien, zumindest in diesem Bereich hier oben, bei diesem breiten Rückenmuskel, zwei Hauptkategorien von Übungen. Einmal die Kategorie Klimmzüge, wo man im Prinzip entweder an einer Stange hängt und sich hochzieht, in verschiedenen Griffvarianten, ist egal. Und bei den Klimmzügen wird hauptsächlich die V-Form des Rückens entwickelt. Ja? Während wenn ich seitlich gucken würde, mich so hinstelle, dann würde das in der Tiefe des Muskels nicht viel ausmachen. Und da haben wir ja hauptsächlich für die Tiefe, also die zweite Kategorie, für die Tiefe des Rückenmuskels, alle Ruderbewegungen. Du kennst das wahrscheinlich, hier rudern vorgebeugt in allen möglichen Varianten. Und die Übung, die wir heute haben, also das Bankziehen, passt in diese zweite Kategorie. Und die entwickelt sehr gut die Tiefe des breiten Rückenmuskels. Und ich möchte dir die jetzt gleich mal vorstellen. Und zwar idealerweise macht man die auf einem Brett. Ich habe ja hier mein Trainingsbrett und ich habe natürlich hier auch meine Kniebeugenständer, die kennst du ja von mir, die ich normalerweise hinstelle und Kniebeugen damit mache, habe ich jetzt mal ein bisschen zweckentfremdet und habe mir die einfach umgedreht. Mein Brett, ich kann dir das mal kurz zeigen, habe ich extra so schneiden lassen, dass hier eine Aussparung ist und ich habe auch hier Aussparungen drin, sodass diese genau auf diese Kniebeugenständerunterlage passen und somit stabil das Brett ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass du diese Kniebeugenständer brauchst und auch genau dieses Brett brauchst. Es soll nur heißen, du brauchst eine Unterlage, wo du dich auf den Bauch legen kannst. Eine Gegenbewegung, du kennst das, hast das vielleicht jetzt schon vom Begriff mitbekommen, die Übung heißt Bankziehen. Du kennst wahrscheinlich Bankdrücken. Ich spiele dir die mal kurz hier im Video ein. Bankdrücken ist ja der Klassiker, womit man hauptsächlich die Brustmuskeln trainiert, ein bisschen auch die Trizeps und die Schulter. Und hier das Bankziehen ist eigentlich genau der Gegenspieler. Das heißt, wir trainieren nicht die Brust, sondern hinten den Gegenspieler, den Rücken und indirekt die Bizeps und natürlich auch ein bisschen die Schulter. Und das sagt also der Name schon. Das heißt, wir brauchen eine Möglichkeit, wo du dich am besten waagerecht hinlegen kannst. Ich zeige dir die Übung gleich. Und in manchen Fitnessstudios, McFit zum Beispiel oder FitX, gibt es teilweise solche ähnlichen Maschinen. Da legt man sich so ein bisschen so rein und man ist aber nicht ganz waagerecht, sondern man ist so leicht nach oben geneigt und hebt meistens dann so ein Teil, so ein Bügel raus, so eine Art Hantel und macht dann da die Übung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ideal ist es, wenn du sowas hier hast. Das kann auch eine Bank sein. Wichtig ist nur, dass du guckst, du wirst es gleich sehen, ich ziehe ja die Hantel jetzt gleich zum Bauch ran. Wichtig ist, dass du siehst, dass die Bank maximal so breit hier oben ist. Ja? Das heißt, wenn du jetzt hier noch ein Gestänge von der Bank hast und das Gestänge würde hier lang laufen, dann würde das schon nicht mehr klappen, weil wir natürlich die Hantel so weit wie möglich heranziehen müssen. Ich zeige dir am besten mal die Übung. Und zwar sieht die jetzt folgendermaßen aus. Also, Brett liegt stabil, eine Langhantel liegt da unten, kannst du sehen. Ich lege mich jetzt hier drauf
und achte dabei darauf, dass ich nicht zu weit vorne liege, sodass ich hier mit der Ablage, mit dem Kniebeugenständer nicht Probleme bekomme. Greife jetzt die Langhantel und ziehe explosiv das Gewicht nach oben und idealerweise immer bis ans Brett ran. Ja, also das ist die Übung. Zieh wirklich den gesamten Bewegungsablauf. Zieh die Hantel bis ans Brett. Das kann ruhig knallen, es kann nichts passieren, weil du dann die gesamte Bewegungsamplitude, den gesamten Bewegungsspielraum nutzt. Und wie du vielleicht auch gesehen hast, wird direkt hier der Latissimus trainiert. Der untere Rücken ist völlig entlastet. Im Vergleich zum Rudern vorgebeugt ist es ja dann oft so, dass ich dann, habe ich ja eben schon mal kurz gezeigt, da stehst du ja meistens so. Man kann es auch ganz tief nach vorn gehen und dann hier im Prinzip auch diese Bewegung ausführen mit der Langhantel. Aber da hast du natürlich immer das Thema, dass der untere Rücken mit involviert ist. Das heißt, der muss stabil sein. Und für Leute, die also Probleme beispielsweise im Rücken haben, akute Probleme, für die wäre die Übung natürlich perfekt, weil der ist komplett raus hier aus dem Bereich. Ich möchte allerdings dazu sagen, du kennst das ja von mir, Variation ist wichtig. Also nutze auch das Rudern vorgebeugt, weil das trainiert natürlich auch deinen unteren Rücken und sorgt dafür, dass der stärker und stabiler wird. Aber wenn du akut Probleme hast, dann solltest du ihn natürlich in Ruhe lassen. Insofern macht das hier dann einen Sinn. Du hast gesehen, ich habe jetzt die Hantel im Obergriff gepackt. Ja, du musst gucken, dass du etwas breiter als schulterbreit greifst. Ja, etwas breiter. Dass du also nicht zu eng bist, aber auch nicht zu weit, sodass du eine ideale Zuglinie hast. Und du ziehst, wenn du hier liegst, ich zeige das nochmal kurz. Du ziehst die Hantel nicht jetzt senkrecht hier nach oben, sondern in so einem leichten Winkel nach hinten. Also hier Richtung Bauch schon fast, ja. Allerdings auch nicht zu weit Richtung Bauch. Zack. Und auch wichtig, guck, dass du die Übung jedes Mal neu ansetzt unten. Also du kannst die Hantel unten kurz ablegen oder hängen lassen. Wenn dein Brett etwas höher ist, kannst du auch frei hängen. Aber mach hier nicht so hektisch. Also nicht so hier, dass du direkt schon wieder ziehst, sondern guck, dass du die tatsächlich am besten kurz legst und dann den nächsten Zug machst. Legen, nächsten Zug. Das gibt dir die Möglichkeit, dich besser auf jede einzelne Wiederholung zu konzentrieren und volle Power zu geben, explosiv das Gewicht anzuziehen. Wie gesagt, ich hatte jetzt den Obergriff. Man kann das Ganze natürlich auch im Untergriff machen. Das heißt, ich lege mich auch wieder drauf und packe dann einfach die Hantel von unten. Geht auch. Gute Variation. Da hätten wir also zwei Möglichkeiten. So, du kannst die Übung natürlich auch mit Kurzhanteln absolvieren. Nimmst du zwei Kurzhanteln, legst die unten hin, führst die parallel, die Handflächen, Handinnenflächen parallel zueinander. Und ziehst das im Prinzip genauso nach oben. Und genauso könntest du auch so eine Art Leiterhantel benutzen. Leiterhantel ist ja das hier. Das heißt, du könntest auch liegen. Und dann in dem Fall würde ich sie so greifen, dass ich sie hier reinpacke. Ja? Und ziehe die dann im Prinzip auch genauso wie jetzt die Langhantel. Ziehe die einfach an das Brett dran. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass auch Kanuten vor allem und Ruderer diese Übung benutzen, weil die natürlich diese Ruderbewegungen trainieren müssen und auch sehr viel Krafttraining betreiben. Das ist also eine Klassikerübung, die gehört aus meiner Sicht auch zu den Top-Rückenübungen überhaupt. Ja? Also die kann man schon wirklich in die Top-Übungen, Top-Rückenübungen mit einordnen. Und darum stelle ich sie dir hier auch vor. Wichtig hier auch, aber dazu möchte ich jetzt gar nicht zu weit ausufern, ist die Intensität. Knall da also Gewichte drauf. Ja, du kennst das von mir. Mehr Gewicht, weniger Wiederholungen. Wärme dich clever auf, mach clevere Aufwärmsätze und versuche dich bei jedem Training zu verbessern, indem du entweder
ein neues Gewicht schaffst oder mit demselben Gewicht eine Wiederholung mehr schaffst. Wenn dich da zu dieser Dosierung etwas interessiert, beziehungsweise zu dem ganzen Ansatz, wie du Muskeln entwickelst, ja, wie du durch Muskelmasse deinen Stoffwechsel massiv beschleunigst und somit kurzfristig abnehmen kannst, aber das Ganze auch langfristig hältst, bei relativ geringem Aufwand. Ich sage dir nochmal die Zahl, 5 bis 10 Kilo in 4 Wochen, bei 2 bis 3 Trainings pro Woche, also mit 2 Trainings bist du schon dabei, und danach wirklich auch langfristig das Ganze hältst, dann lade ich dich ganz gerne mal zu meinem Webinar ein. Unter dem Video findest du den Link. Und klick da mal drauf, such den Termin aus, trag dich ein. Es geht circa eine Stunde. Und ich werde dir ein paar wirklich gravierende Informationen liefern, wie du schnell und effektiv dein Ziel erreichst. Ja? Wenn du zu dieser Übung hier, zu dem Bankziehen eine Frage hast, dann beantworte ich dir die gerne. Schreib am besten die Frage in die Kommentare, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und was mir gerade noch einfällt, wir haben diese Übung bei figurtrainer.de natürlich auch drin. Dort haben wir ja über 500 Übungen im Repertoire, die unseren Kunden automatisiert zugespielt werden. Das heißt, sie müssen sich gar keine Gedanken machen, welche Übungen mache ich denn heute und so weiter. Bankziehen findest du natürlich dort auch. Ich freue mich aufs nächste Video und ich denke, ich habe dir bestimmt jetzt vielleicht einen ganz guten Tipp geben können und bis zum nächsten Mal, dein Jörn Giersberg.